Jeder Lizenz erhöht die Droprate. Hol das Beste aus deiner täglichen Jagd. Diese Karte erhöht deine Droprate um 50% für einen Tag. 50%. Man hat ja eine Droprate, die ist ja ziemlich gering. Ich glaube, wie hoch ist denn eine Droprate, wenn man einen Bossmob killen möchte? Ich glaube nicht sehr hoch. Ich denke sowas wie 25% oder so. Es kommt immer auf das Level an. Man sagt ja immer, 5 Level höher oder 5 Level niedriger ist das Ideal. Das Ideale, ja. So, wir haben hier schon ein permanentes, ja, ein luxuriöses Hochzeitspaket. Alles für eine kleine Hochzeit. Naja. Items, Kostüme, die Anfängerhilfe. Die werden wir nicht wirklich benötigen. Vielleicht irgendwann, wenn Fragen da sind, wo ich selber nicht weiter weiß, wo ich ja gar kein Anfänger mehr bin. Ich spiele ja schon seit 3 Jahren. Ja, ein Hochzeitsantrag, dieser Antrag wird benötigt, um eine Hochzeit abhalten zu können, natürlich. Kanonensalut, ein Kanonensalut für die Hochzeit, eine Person. Hochzeitseinladung, damit kann man dann halt mit seinen Freunden einladen. Mit dieser Einladung kann ein Spieler zur Hochzeit eingeladen werden. Und natürlich das Wichtigste, weshalb ich mir das überhaupt gekauft habe, weil ich glaube nicht, dass wir so auf die Schnelle heiraten werden, weil man kann in diesem Spiel heiraten. Ja, das geht. Wir ziehen einfach mal unser Hochzeitsanzug an. Ein permanentes Hochzeitskleidanzug, 2% Crit. Crit ist der kritische Schaden. Das ist, wenn man zum Beispiel jetzt ein Monster haut und 10 Schaden macht, ist das der normale Schaden. Und wenn man dann einen kritischen Treffer macht, das sieht dann auch anders aus, merkt man dann auch, dann ist das quasi sofort der doppelte Schaden. Und wir haben ja hier auf einer Waffe Crit quasi 5%. Wenn wir jetzt das anziehen, haben wir insgesamt 3%. Haben wir insgesamt 5%. 2 plus 3 ergibt ja 5. Das kleine Rechnen. Der kleine Rechenweg. So. Hochzeitsanzug gekleidet benutzen. Das steht immer, wenn man Itemshop Sachen oder zeitlich begrenzte Sachen, aber auch bei dem Hochzeitsanzug oder beim Hochzeitskleid steht das immer hier. Einfach auf OK drücken und dann schwupp, haben wir ihn schon an. Ich finde, das sieht doch recht gut aus, aber wir wollen ja nicht so aussehen wie jeder. Das sehen wir jetzt zwar noch nicht mehr, aber ein Touch fehlt noch und den werden wir hiermit rausholen. Der Schönheitscoupon. Und bevor ich jetzt so hineinlaufe, drücken wir auf M, öffnen die Karte, schließen die Anfängerhilfe und hier hinten ist Vitré, das ist die Schönheitssalonleiterin, die dann halt die Schönheitsoperation macht, sage ich jetzt mal. Schönheitscoupon Premium. Also das ist die zweite Klasse davon, der zweiteuerste. Es gibt noch den dritteuersten, das wäre der Luxuriöse und den Standard. Aber in Vitré angekommen, ja, hört sich natürlich total falsch an. Okay, Premium Schönheitscoupon, nicht Hochzeitscoupon. Dieser Schönheitscoupon ermöglicht dir auch die Premium-Verschönerung zu bekommen. Ach, Premium nicht. Ja, doch, Premium. Premium? Ja, Premium, doch. Genau. Ups. Aber war gut. Genau, den muss man dann quasi ins Inventar ziehen, wie wir es hier auch mitgemacht haben. Und immer wieder ausziehen. Das ist jetzt permanent. Und nur bei der ersten Benutzung steht ein... Okay, ja. So sehen wir aus, wenn wir keine Rüstung anhaben. Und so mit unserer Hochzeitsanzug. So. Dann werde ich direkt mal die Anfängerhilfe wegmachen. Lalalala, bla bla bla. Bist du es leid, wie alle anderen auszusehen? Ja. Möchtest du dein Aussehen verändern? Shaggy EP? Ja. Dann komm in den Schönheitssalon. Okay. So, da sind wir auch. Im Schönheitssalon. So sieht das hier drin aus. Man hat dann quasi... Man kann das Geschlecht wechseln. Weiblein, Männlein. Hier sieht man das Hochzeitskleid der Frau quasi. So sieht's dann aus. Ich werde erstmal
Ich werde, denke ich mal, alle Frisuren zeigen. Ich meine, hier sieht die ägyptische Feder 1, ist auch eine normale, und normal ist, glaube ich, auch normal. Voll normal. Pony. So sieht der Pony aus. Die langen Haare. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal aufhören zu drehen. Ups. Ups. So. Nein, so. Zöpfe, Zopf, wellig. Ja, doch ein bisschen drehen eigentlich. Schulterlang sieht so aus. Zöpfchen. Lollipop Chainsaw oder wie auch immer. Und Pferdeschwanz 1. Es gibt dann, wie gesagt, Standard, Premium, Luxus. Premium sieht dann so aus quasi. Ich gehe da jetzt einfach nur schnell durch. Ihr könnt ja stoppen. Weil so viel Zeit ist jetzt auch nicht da. Obwohl, wir haben ja eigentlich viel Zeit mitgebracht. Ich denke mal, es wird sehr lange dauern, das Spiel jetzt wirklich durchzuspielen. Man kann es ja nicht mal wirklich durchspielen. Weil... ja. Es geht ja unendlich lang. Ich werde auch versuchen, gar nichts zu schneiden. Keine wiederholbaren Quests, egal wie lange es dauert. Weil ich finde, das gehört einfach dazu. Man kann ja einfach dann quasi einfach noch ein paar Videos weitergehen, um dann was Neues zu sehen, aber dann verpasst man natürlich auch Informationen und sowas und Themen, die dann angesprochen werden. Oh, ich muss ein bisschen schneller machen. So, das waren die Frisuren. Jetzt können wir mal gleich hier die Farben durchgehen. Wie man hier sieht, haben wir ein ganz schönes Arsenal an Haarfarben. Ja. Typisch Frauenhaarfarbe. Typische Frauenhaarfarbe. Obwohl ich auch schon männliche Charaktere damit gesehen habe. Vielleicht waren das ja in Wirklichkeit Frauen, oder? Die haben es einfach nur so gemacht. Oder die kam von einem anderen Ufer herüber geschwommen, das weiß man ja nicht so genau. So, die Farben haben wir auch alle durch und dann würde ich sagen, die Gesichter, Standard 1. So, jetzt drehen wir aber nicht mehr, weil es sonst viel zu lange dauert. Das sind alles Standardgesichter, jetzt fangen die anderen an. Ja, also ist jetzt nicht so besonders eigentlich. Wir wollen ja keinen weiblichen Charakter machen. Ups. Aber man kann ja mal gucken. Für die Leute, die es einfach interessiert. Wir also versuchen alles zu zeigen, wie so Kleinigkeiten wie das hier. Einfach nur für Leute, die es vielleicht nicht können, der PC zu schlecht ist. Da hatte ich auch mit Erfahrungen. Ich hatte jahrelang, wie lange? Zwei, fast drei Jahre. Nein, nicht ganz. Ich denke mal, knapp zwei Jahre so ein Schrott-PC, wo ich dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gebraucht habe, um eine Hälfte von der Map zu laufen. Natürlich waren auch viele andere Spieler online, aber das kann es nicht sein, echt nicht. So. Das war die weibliche Ausführung, jetzt wieder zur männlichen Ausführung. Genau, die Haar... die Frisuren, also es gibt da schon einige schicke Frisuren. Oh, jetzt sollte ich aber nochmal drehen, genau. Mit unserem Anzug sehen wir auch sehr, sehr gut aus, finde ich persönlich. Schlau? Naja, es geht so. Wild? Nein, ich bin eher ruhig. Und Feder 2. Feder 2 sieht auch sehr nett aus. Also, kann man nichts gegen sagen. Die sieht auch sehr nett aus. Ja. Oh, das ging alles ein bisschen zu schnell. Der Afro hier ist ja echt lustig. Wo haben wir denn? Ach, da ist er. Nummer 6. Kurzer Schnitt. Lange Haare. Nochmal lange Haare. Raster. Zöpfe, Locken. Und die Son Goku-Frisur. Da müssten wir es aber quasi so machen irgendwie.
oder so. Kurzhaare, Elvis, keine Ahnung, X-Men und der Spaghetti-Typ. Diese Haarfarbe oder diese Haare erinnern mich irgendwie an eine sehr unangenehme Person. Naja. So. Das waren jetzt die Haare. Jetzt kommt natürlich das Gesicht dran. So. Die kennen wir ja schon. Hier einfach stoppen, wenn ihr das sehen möchtet. Ich werde jetzt ein bisschen schneller klicken. So, ich könnte jetzt eine Umfrage starten, aber dann müsste ich die Aufnahme ja direkt hochladen oder online stellen. Aber das ist ja nicht so praktisch, weil dann habe ich kaum Videomaterial. Also das ist jetzt auch mein allererstes Let's Play, sage ich jetzt mal. Also nicht wirklich, ich hatte ja schon Anläufe gehabt. Aber genau, jetzt machen wir erstmal die Haare. Genau, man könnte jetzt eine Umfrage machen, wie will man diesen Charakter hier gestalten. Aber das dauert einfach zu lange und ich habe mir schon was Gutes ausgedacht, was gut aussieht. Deswegen habe ich die jetzt wirklich schon alle? Ja, die habe ich nur nicht so angeguckt. Ja, deswegen tun wir das einfach mal. Nämlich so. So soll unser Held aussehen. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Da kann man gar nichts gegen sagen. Der Name Shaggy LP passt natürlich auch sehr gut zum Charakter, finde ich, wenn man jetzt sich das so vorstellt. Aber es hat ja auch einen bestimmten Grund. Vielleicht werden einige das wissen, was das Wort Shaggy vielleicht bedeutet. Also ich weiß das auch nur, weil ich mal auf einem englischen Server gespielt habe und was ausprobiert habe. Es ist eigentlich sehr simpel. So, jetzt können wir quasi annehmen und der Schönheitscoupon Premium wird verbraucht. Außerdem annehmen, okay. Die Auswahl wurde korrekt übernommen. Dann auf Beenden und oh, wir sind ganz schön dunkel gekleidet und schon da. Aber dann lasst uns mal loslegen. So sehen wir jetzt aus. Was sagt ihr, Leute? Gefällt es euch oder sagt ihr, nee, das sieht doch...